Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Total War Rome 2 mit dem mächtigen Sparta in der What is your profession Challenge. Ja, diesmal habe ich es hingekriegt. Yes. Genau, wir wollten die Runde beenden. Ich bin gespannt, wie wenig Geld wir später nachher machen werden. Irgendwie friere ich gerade ein bisschen, aber das ist egal. Ich habe gerade zu Mittag gegessen, es war echt lecker. Okay, und jetzt gut gestärkt. Es ist an der Zeit, dass sich gerechte Nein, und stolze das darf Männer ich nicht. Zusammenschließen. Ihr seid nomadisch. Deshalb schlägst du Folgendes vor und ich schlage es ab. Wir schießen diesen Pfeil gerade und genau. Es ist an euch, ihn aus der Luft zu fangen. Nach wie vor nein. Würde ich unter anderen Umständen machen, aber so nicht. What? Lakonophilie? Was? Spartas unerschütterliche Traditionen haben in der hellenischen Welt Respekt gewonnen. Viele, die nach einer Lebensart der Spartaner streben, ahmen unsere Bräuche nach. Soll das so weiter? So weitergehen. Lakonophilie, Warum heißt es so? Ich erkläre es euch gleich. Also ablehnen minus den Wohlstand, aber inspirierte Unternehmen. Widerstand leisten, wirtschaftliche Vorhaben verhelfen eurem Herrschaftsbereich zu Reichtum plus 5% Wohlstand aus allen Quellen. Aber Entfremdung. Die Entfremdung in eurem Herrschaftsgebiet ist eskaliert und beeinträchtigt die öffentliche Ordnung. Okay, und ignorieren. Niedere Menschen können tun und lassen, was ihnen gefällt. In Sparta spielt das keine Rolle. Finde ich alles halt irgendwie blöd. Also ignorieren wir das. Vielleicht mal schauen. Vielleicht passiert da was Gutes. Alkides, Tyrannion, Nikanor, Alter. 1000 Level. Okay, alles klar. Also Lakonophilie. Wieso? Dieses Gebiet hier, das ist Lakonien. Man nennt es Lakonien. Und deswegen, ne, Lakonophilie, ne? Ich hoffe, das versteht ihr. So, also Nikanor, mein Basileus. Die Wichser haben sich verfrachtet, einfach ein Stückchen nach rechts. Als ob die genau gewusst hätten, dass sie in meinem... Ach, die... Okay. Bewegungsgeschwindigkeit für alle leichten Kavallerieeinheiten. Das ist alles so. Hier oder nehme ich halt das. Diplomat, will ich. Diplomat. Minus 5% Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen ist natürlich geil. Hätte auf jeden Fall was. Aber die Bewegungsreichweite hätte auch was. Ich glaube, ich wollte aber in Richtung... Oder? Wollten wir nicht in Richtung Autorität gehen? Gehen wir jetzt auf jeden Fall. So, Kriegskünstler, gewonnene Erfahrung und das auch nochmal zu sich gewonnene Erfahrung, alles klar. Du kriegst, ja. Ach. Es ist okay. So. Ich würde sagen, nächste. Ab hier fressen wir Verschleiß. Das heißt, wir gehen unsere Truppen hier hin und hoffen einfach darauf, dass es nächste Runde ausreicht, dass wir die angreifen können. Das geht mir so tierisch auf den Sack mit denen. Aber die plündern und ich und die Bevölkerung liebt mich trotzdem. Yes. Zack. Oh, ich bin etwas verwundert. Wir haben gar nicht so viel eingebüßt. Ich frage mich bloß gerade, woran das liegen könnte. Ja, wahrscheinlich daran. Das hat es ziemlich ausgeglichen, hätte ich jetzt gesagt. Gut. Wünschte, ich könnte die Feder reinschicken. Das ist so doof. Aber naja. Die Flotte wird stark sein. Denke ich. Doch. Ich denke, die Flotte wird ziemlich stark sein.
Pella. Ach, Pella, letzte Stufe. Nice. Zack. Was bauen wir hier? Ja, unterirdisches Aquädukt ist halt. Hier, Werkstatt. Zack. Okay. Okay, okay, okay. Überlege gerade. Den geht's irgendwie hier nicht so gut. Und in die Comedia. Da geht's den gut. Ich bin gespannt. Ich klau den mal jetzt Nahrung. Boom. Und wir könnten hier direkt losziehen. Ankyra. Auch zerstört. Auch zerstört. Krass. Also irgendwie. Okay, lass losgehen. Zack. Wen haben die? Ach, stimmt. Da war was. Da war was. Genau. Sie wollten diese Leukiden fragen. Genau, das war das. Deswegen wollte ich diese Leukiden kennen. Wir sind kein geduldiges Volk. Denen zu sagen, hier, ich trete im Krieg, deinem Krieg gegen Galatien bei. Dafür hätte ich aber gerne zumindest ein kleines bisschen Geld. Taui wäre vielleicht drin. Vielleicht sogar 2000? Ne, 2000 nicht so. Aber 1000er vielleicht. Denn wenn ich halt, ne, you know, dann bin ich nicht im Krieg mit Rhodos. Glaube ich. Also eigentlich nicht, nein, dürfte ich nicht. Das verkompliziert die Sache. Komm, machen wir es. Er ist abgelehnt. Hermes hat uns mit Wohlstand gesiegt. Okay. Versucht nicht, uns zu erkaufen. Wir sind keine römischen Niemals. Huren. What the f... Okay. So, nein, warte. So. Machen wir es so. Und machen die 770 draus, zumindest. Was hältst du davon? Ja, super. Sehr gut. Und mit Rhodos bin ich nicht im Krieg. Perfekt. Und. Ja, die haben keine Chance. Und weg seid ihr. Nikomedia. Oh, und das muss ich alles umbauen jetzt. Schiffsbauer, denke ich. Docks. Docks sind gut. Nahkampfabwehr, Nahkampfinfanterie, ja, macht das. Und warum haben die? Können die daraus irgendwie Leute rekrutieren? Nee, scheint nicht so. Warum haben die dann immer so viele Gebäude dafür? Weil eigentlich interessiert mich das nicht. Das wird abgerissen. So. Ah. Nein! Oh, shit. Ich hab mich verklickt. Goddammit. Schneller, ihr Verfluchten. Ja, ist ja gut. Ah, shit. Gut, aber das passt. Ich wollte nämlich hier eigentlich gerade gucken. Eigenartig, warum? Ich weiß nicht, wieso das so einen riesigen Sprung gemacht hat. Wahrscheinlich deswegen, weil hier endlich alles umgebaut wurde. Also kriege ich auch hier. Okay, ich kriege hier. Aber hier kriege ich ein bisschen öffentliche Ordnung raus. Kapelloi. Ja, machen wir das. Okay. Ich habe ein bisschen Schiss vor den Skythen tatsächlich. Nicht, weil die irgendwie übermächtig sind, sondern eher, weil... ja, weil das halt problematisch werden könnte. Mit denen. Aber früher oder später muss ich ja eh gegen die in den Krieg ziehen.
Ihre berittenen Bogenschützen können mir rein gar nichts mit meinen Schleuderern. Meine Schleuderer sind zahlenmäßig überlegen und werden sie einfach so, ja, so niederwerfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Haushalt erweitert sich. Siedlung erobert. Okay. Gut, die Frage ist, in welche Richtung ziehen wir denn als nächstes? Nach Sinope oder Pessinus und Ankyra? Denn wir könnten zack, Pessinus, zack, Ankyra und dann wups, nochmal Sinope. Ah, für uns gewinnen. Dann Level für unseren General. Hätte auch was, ne? Noch mehr Forschungsrate, Kulturkonvertierung. Und öffentliche Ordnung auch noch beiläufig. Nahkampfabwehr für die Leute und mehr Bewegungsreichweite hätte natürlich auch was. Und das ist schön, das ist so schön. Minus 20% im Wald für alle Einheiten. Das Problem ist, wenn er stirbt und er ist 50. Könnte uns das zum Verhängnis werden. Das würde ich nicht machen. Nee, das würde ich nicht machen. So, ich glaube am ehesten tatsächlich. Am liebsten tatsächlich das hier. Bumm. So. Schön. Einheitenrang 7. So, wie lange brauchst du noch? Noch 2 Runden? Du brauchst irgendwie noch mehr, ne? Du brauchst noch 5 Runden. Okay, in 5 Runden, nicht ganz, 6, vermutlich 7 Runden werden wir gegen Rom in den Krieg ziehen. So. Beenden wir die Runde und schauen, was passiert. Aber wir werden Rom so überraschen und so platt machen. Mein Volk möchte euch dieses Gold schenken. Ey, das wenn ist. Ihr es annehmt. Ja, ich muss aber irgendwie nach zu den Seleukiden kommen. Das ist halt mein Problem. Weil die haben gar keine richtige Verbindung dazu. Das bringt mir aber auch nichts, wenn ich. Nee, ich muss mein Reich erweitern, vergiss es. So angewiesen auf das Geld bin ich halt dann auch nicht. So. Daphnis. Alte Siedlung, Geheimverfolgere Susa. Ja, oder wir lassen es einfach. Ich halte nichts von sinnlosen Missionen. Ist das eine Armee oder ist das eine Flotte? Das ist eine Flotte. Okay, dann können die mir nichts. Aha. Mhm. Geweihter Boden. Einmal bitte den Eigentlich war ja geplant, ein Musterungsfeld dort zu bauen. Das wäre jetzt sinnvoller. Also da ich brauche es halt Geld Garnison bereit. Das ist das Einzige, was ich in irgendeiner Art und Weise gerade attraktiv fände. Aber ich habe keine Angst. Tatsächlich, wenn mir die Siedlung geklaut wird. Dann ist das so. Wenn ich jetzt rausgehe, ne? Mach ich minus 11. Egal. So. Zack und erledigt. Und besetzen. Kinder des Zeus. Yes. Warte. Unbezwingbare Hopliten. Oh ja, das wäre schon geil. Aber großes Lagergefolge.
große Lagergefolgschaft. Minus 4% Unterhalt für alle Einheiten. Und dann am Ende haben wir minus 12%. Oh, nice. Ich glaube, das nehmen wir dann auch. So, was ist mit dir? Einkommen durch Plündern. Aufgeteilte gegnerische Kriegsgefangenen. Hat auch was. Aber du trainierst unsere Leute mal weiter. Und du machst dich auf, hier weiterzumachen. Muss mich ausruhen. Also mit leichten Leuten brauchst du mich hier überhaupt nicht zu kommen. Das ist Reparaturkost. Warte, ich möchte das umbauen. So. Ich werde das doch nicht reparieren. Das ist nur, damit ich das danach umbauen kann. Dann baue ich das lieber direkt um. Hä? Eigenartig. Jetzt zivile Siedlung und einmal den Hof und yes. Yes. Und nächste Runde müsste ich hier easy hinkommen, ja. Nach Ankyra. Ja, keine Chance, Ankyra gehört uns. Da mache ich die doch lieber platt, als Frieden mit denen zu schließen. Da habe ich mehr von. So. Wir sind bei 222%. Oh, nice. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Okay, dann beenden wir die Runde. Ach ja, den hatten wir nicht bewegt, aber egal. Würden eure großen Generäle diese Ungeheuer bekämpfen, ständen wir ewig in eurer Schuld. Ja, das ist mir schon klar, aber ach scheiße, ah fuck. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich biete euch. Nein. Kein Interesse. Ökonomika. Denker haben oft versucht, die Verwaltung des Staates und des Selbst zu organisieren, wie zum Beispiel in den Werken Xenophon oder Aristoteles. Aber was haltet ihr für wichtig? Landwirtschaft. Landwirtschaftliche Erträge. Inspirierte Unternehmen. Unterwürfigkeit. Wohlstand durch Sklaven. Plus 50% Sklaven und Ruhe. Oder Bildung. Ja, das ja. Auf jeden Fall. Öffentliche Bauarbeiten erforscht. Der Kategorie Konstruktion. Oh. Ah, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Naja. Da gibt's auch Schlimmeres, denke ich. Busch. So, jetzt einmal bitte. Ach. Was ist wrong mit denen, hä? Ich könnte einfach so nach Avgida marschieren, ne? Die könnten nichts tun, die hätten gar keine Chance mit diesen. Oder hätten sie? Ja, ich weiß es nicht. Zu euren Diensten. So. In Bewegung. Sofort. So, nächste Runde haben wir sie. Also nächste Runde müssen wir sie haben. Das geht nicht anders. So, Ares Terror. Das war die letzte, ne? Wir hungern nach einer Schlacht. Ja. Ihr kommt jetzt her nach Apollonia. Apollonia. Die schönen Anonien. Schön. Vorbericht. Ja, okay. Anonien. Haha. Ausbauen, nicht ausbauen. Oh. Aber ja, aber was soll ich denn jetzt hier bauen? Ist halt auch so eine Frage, ne? Ja, was soll man machen?
Den geweihten Boden habe ich schon. Ach komm, gehen wir das aufs öffentliche Forum für den Fall der Fälle, dass unsere, dass wir Probleme kriegen mit der öffentlichen Ordnung. Wüsste nicht warum, aber für den Fall der Fälle. So, diese Runde machen wir ihre Armee hier platt. Ihre einzige süße kleine Babyarmee. Was? Warum erhöht sich das? Sicherheit. Aber bis da eine Revolte startet, geht das. Busch. Ja, sehe ich auch so. Und tot. Ciao. Tyrannion hat eine weitere Stufe erhalten. Und... weil ich solange man so einen coolen General hat, wieso sollte man das denn nicht ausnutzen? So, und wobei, das finde ich doof. Nö, mach das mal weg. Und das können wir hier in so eine schöne Bibliothek umbauen. Alles für die Forschungsrate. Schnell als Hermes. So, hier werden wir natürlich... Gibt es kein... Doch, Hellenismus, 28%. Und den werden wir weiter fördern. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach, das ist so schön. Ich mag das Spiel, habe ich das schon mal erwähnt? Nein, Juwelier. Nächste Runde. Da, ich gehe schon mal hier hin. Damit ich das ja nicht nächste Runde ja nicht vergesse, ne? Okay, beenden wir die Runde und gucken wir weiter. Die ganze Welt würde von eurer Weisheit erfahren. Ja, ich weiß. Meine Weisheit ist, dir keinen Platz für Expansionen zu lassen. Würden eure großen Generäle diese ungeheuer. Nein. Ich habe genug andere eigene Feinde. Wieso soll ich deine Feinde bekämpfen? Kommen die jetzt auf einmal her? Eine Frechheit. Okay, dann muss ich mit der Armee halt zurück nach Pessinus. Ich spreche das. Nein. Ihr habt bloß erkannt, dass ihr. Wo ist. Moment. Chimotur Carmides Latona. Hi. Ja. Ja. Wusch. Gehört das nicht dazu? Ach so, das gehört ja gar nicht dazu. Wozu gehört ein Pessinus? So, Asia. Oh. Oh shit. Wait a second. Damit. Oh shit. Damit kontrolliere ich das Ding ja. Also, weil. Weil, nee, das müsste ein Militärbündnis sein. Kriege ich mit Pergamon. Ich heiße euch willkommen. Mögen Zeus und alle Götter unser Treffen mit einem Lächeln bedenken. Warte. Noch nicht, zumindest noch nicht. Für Spaß beim Versuchen. Ja. Wie lang kannst du auf jeden Fall nicht? Du müsstest unten lang. Jojo. Verkackt hast du, verkackt. Musterungsfeld. Jetzt können wir hier vorbei. Nee. Nee, wir machen den geweihten Boden. So. Ja, du. Auch zwei Runden. Zwei Runden. Ich habe den unten nicht vergessen. Was ich mich ja gewundert habe. Wo ist. Wie ist er da so? Das ist eine Frechheit. Einfach eine bodenlose Frechheit. So, gehen wir hier hin. Ich bin gespannt, wo er hin will. Denn wenn er zurückläuft, dann laufe ich halt einfach. Oder ich versuche einfach hier lang zu laufen. Der kriegt halt keinen Verschleiß. Das fuckt mich ab.
Was auch gut gehen würde, wir könnten Kyrene quasi ans Messer liefern. Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass sie es schaffen würden, diese Siedlung einzunehmen. Ich glaube es irgendwie nicht. Aber gut. Soll mir egal sein. Denn dann laufen wir einfach mit unseren Leuten einmal hier lang, erobern Avgila. Und ja, dann haben die erstmal keine Siedlung. Wenn sie das, selbst wenn sie das belagern und einnehmen, dann können wir problemlos zurückmarschieren und sie dann in der Stadt stellen und sie dann platt machen. Man muss bedenken, man kann nicht immer alles verteidigen. Wer alles verteidigt, verteidigt nichts. Oh shit, wir sind bei 25 Minuten. Shit. Upsala. Das ging dann noch etwas. Upsala. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Alles klar. Dann, Ich lege mein Schwert beiseite, um mit euch zu sprechen vom Krieger. Nein. Ich bedanke mich herzlich für. Lammes? Rebellen? Oder. Hä? Nein. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen jetzt schon mal. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.